Hey, ich bin Timo und hier geht es um ein Dior Sauvage. Oft gekauft, oft getragen und mittlerweile auch sehr oft gehasst. Ob du ihn jetzt noch kaufen solltest oder welche Alternativen es so gibt, das erfährst du hier und jetzt. Und lass mich schon mal eins gesagt haben, das wird ein bisschen crazy hier. Ab geht's! 2015 kam das EDT raus. Und ja, immer noch tragen sehr viele Leute dieses Parfum. Ich war letztens in Wien und ganz ehrlich, ich habe keinen Duft jemals so oft an einem Tag gerochen wie Dior Sauvage dort in Wien. Also das war heftig. Überall gefühlt. Und ist das jetzt trotzdem ein schlechter Duft, nur weil ihn viele tragen? Ich sage euch mal Folgendes. Das hier, was ich jetzt eben einspiele, das wird mit Dior Sauvage nicht passieren. Ding dong. Ja, bitte? Hey, ich bin Timo und wir haben ein Date. Und ja, ich trage Dior Sauvage. Ne? Was? Nee, sorry, aber das kommt mir nicht ins Haus. Aber Timolina, ich will dich doch. Dior Sauvage, no go. Sorry, nicht mit mir. Habe ich das gerade wirklich gemacht? Oh, wie peinlich. Ich habe mir echt bei Amazon eine Perücke bestellt für 10 Euro, um das hier zu machen? Verrückt. Das sollte aber ein Abo wert sein, oder? Wenn ihr neu hier seid, Abo dalassen, das wäre sehr cool. Kommen wir mal eben zurück zum Duft. Ich will euch nämlich Folgendes sagen. Tragt, was ihr wollt. Punkt. Ihr müsst es gut finden. Ja? So ein Parfum soll immer euch in ein, ja, ich sag mal, higher self bringen. Ihr müsst euch feiern, ihr müsst euch damit gut und wohl fühlen. Klar, es ist schön, wenn jemand sagt, ey, du riechst toll oder Mann, du riechst so toll, ich würde dich direkt vernaschen. Das ist alles ganz nett und gut. Aber stellt euch vor, ihr mögt diesen Duft gar nicht, aber alle finden ihn an euch toll. Auch ein bisschen crazy, oder? Von daher, ihr müsst den Duft gut finden. Und wie gesagt, das hier, was da gerade war, das wird nicht passieren. Falls doch, nehme ich alles zurück, aber das kann ich mir absolut zu 99,99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 
Dieser Duft hier. Ja, ansonsten würde ich sagen, was sind denn eure Vorschläge? In die Kommentare damit. Da sind wir auch schon am Ende des Videos. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was eure Alternativen wären für Dion Sauvage. Oder schreibt auch gerne mal, ob ihr noch Dion Sauvage euch raufballert. Wir bleiben unter uns. Kriegt keiner mit. Oder kriegt ihr noch Komplimente, wenn ihr den euch raufknallt? Ich denke mal schon. Ich glaube auch, dass der im Alltag sehr gut ankommt, wie ich in dem Beispiel ja auch gerade vorhin gemacht habe. Ne? Da wird keiner sagen, oh nee, das möchte ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Falls doch, auch das natürlich in die Kommentare. Also, wir sehen uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Bleibt anständig, bleibt gut duftend, sexy und cool. Und dann sehen wir uns natürlich bald wieder zu einem neuen Video. Euer Dion Sauvage, der Parfüm-YouTuber, Timo. Das passt gar nicht, da hätte ich ja Erfolg. Habe ich doch gar nicht. Ich schussel.